70 Tonnen gepanzerte Feuerkraft, die alle 4 Sekunden Vernichtung bringen kann. In jedem Winkel der Welt hat sich der Panzer als eiserne Faust erwiesen, die Armeen bezwingt und die Kampfmoral erschüttert. Diese mächtigen Kriegsmaschinen repräsentieren die Kulmination eines 100 Jahre währenden Ringens um die Perfektion mobiler Gefechte. Die meisten Generäle würden mit einem Panzer in den Krieg ziehen wollen. Der zweite Panzeraufklärungszug Company D, Teil der berüchtigten 1. Kavalleriedivision der US-Armee. Wir sind bei einer Übung in Fort Hood, Texas, dabei. Sie fahren einen Abrams M1 A2, die Krönung eines Jahrhunderts der Panzerentwicklung. Während diese Kampfmaschine auf Herz und Nieren geprüft wird, zeigen wir, wie der Panzer immer weiter perfektioniert wurde. Das Geschütz hat sich zu einer furchterregenden Waffe entwickelt. Es kann ein einmal erfasstes, sich bewegendes Ziel in 3 Kilometern Entfernung automatisch im Fokus behalten und dann vernichten. Moderne Geschosse können sich durch 800 mm dicken Stahl bohren. Die Armierung von Panzern ist heute in der Lage, solchen Geschossen zu widerstehen. Dennoch sind die Fahrzeuge leicht genug, um schnell und wendig zu sein. Die Effektivität dieses Exemplars der Panzerentwicklung wurde 1991 unter Beweis gestellt, als dieser Abrams zum ersten Mal zum Einsatz kam. Während der Operation Desert Storm kam es zu einer Kraftprobe zwischen 1500 Abrams-Panzern und 4000 irakischen Panzern unter dem Kommando von Saddam Hussein. Obwohl in der Unterzahl behielten die Abrams-Panzer die Oberhand, so Lieutenant General Paul Funk. Wir waren an einer 25 Kilometer breiten Front. Die Windgeschwindigkeit lag bei 100 Kilometern pro Stunde. Ich rief den Kommandeur des Kavalleriegeschwaders und fragte, wie ist eure Sichtweite? Er sagte 100 bis 300 Meter. Aber sie wären hier irgendwo. Genau in diesem Moment rammten wir in sie hinein. Ich kann diesen Kampf immer noch sehen. Eine Pause, dann ein Panzerturm, der 20 Meter in die Luft fliegt. All diese Munition explodierte durch Treffer unserer Panzer. In 4 Tagen vernichteten die US-Streitkräfte die meisten irakischen Panzer, ohne einen einzigen Mann zu verlieren. Den ersten Panzerkommandanten, den wir gefangen nahmen, fragten wir, warum er sich ergeben hätte. Er sagte, der Panzer links von mir ging hoch, dann der rechts von mir und ich wusste, ich bin als nächster dran. Die Leichtigkeit, mit der der flinke, schnell feuernde Abrams seine 70 Tonnen Gewicht über das Schlachtfeld wuchtet, täuscht darüber hinweg, wie schwerfällig die Entwicklung dieser Kriegsmaschine begann. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts suchte Ingenieur David Roberts nach einer Methode, einen Traktor durch die morastigen Felder Ostenglands zu bewegen, ohne dass die Räder einsinken. Ihm kam die Idee, aus Holzklötzchen Kettengürtel zu bauen. Sein Traktor würde sich unter seinen Rädern eine ausrollende Straße verlegen, während er sich fortbewegt. Es war das erste steuerbare Kettenfahrzeug. Die Ketten funktionierten wie Schneeschuhe, die das Gewicht über eine größere Fläche verteilen und so verhindern, dass der Traktor im Schlamm versinkt. Bis zur Idee, dass diese Traktoren statt Pflug und Heuballen auch Panzerung und Geschütze tragen könnten, war es kein weiter Weg.
den schlammigen Schlachtfeldern Nordfrankreichs hatte sich der Erste Weltkrieg festgefahren. Die Truppen wurden von der todbringenden Feuerkraft des Maschinengewehrs in ihren Gräben festgehalten. Gebraucht wurde ein gepanzerter Traktor, der das Patt aufbrechen konnte. Das Fahrzeug, das Roberts erfand, sah allerdings einem heutigen Panzer kaum ähnlich. Militärhistoriker David Fletcher erklärt: Das ist ein Mark IV Panzer von 1917. Das Geschütz befindet sich im Schwalbennest an der Seite. Der Hauptgrund dafür ist, dass innerhalb des Panzers der meiste Raum für den Motor benötigt wird. Dies wiederum geht darauf zurück, dass der Panzer mit Hauptaugenmerk auf Beweglichkeit im Gelände entworfen wurde und das Schießen von untergeordneter Bedeutung war. Sein Zweck war, durch die Stacheldrahtverhaue vor den Schützengräben zu brechen. Er sollte den Stacheldraht wegdrücken, sodass die Infanterie sich nicht darin verfing. Es hieß: Sorg dafür, dass die MG-Schützen die Köpfe unten halten. Bring sie um, wenn möglich. Und dann fahre in und über die Gräben. Mit anderen Worten, wir stellen die Bewegungsfähigkeit im Gelände über die Möglichkeiten der Feuerkraft. Die Schlacht von Cambrai 1917 im Norden Frankreichs. Der Mark IV-Panzer war ein voller Erfolg. Er zerbrach den deutschen Verteidigungsring und schützte die vorrückende Infanterie vor Maschinengewehrfeuer. Allerdings hatte der Mark IV eine entscheidende Schwachstelle. Obwohl sich der Panzer nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit fortbewegte, konnten seine grob vernieteten Ketten brechen und er blieb liegen. Um zu verstehen, warum diese frühen Ketten brachen, besuchen wir eine moderne Panzerfertigung und bitten Ingenieur Jim Rowbottom, einen Test durchzuführen. Wir haben ein Segment der Kette mit zwei Verbindungen nachgebaut. Es wurde genauso gebaut wie die Ketten 1916. Der Kettenabschnitt wird 7 Stunden lang bearbeitet, um die Belastung zu simulieren, der er unter einem 28 Tonnen schweren Mark IV Panzer im Schlachtfeld ausgesetzt war. Sehen wir uns die Verbindungen an, die die beiden Kettenglieder zusammenhalten, und den Zustand des Bolzens. Er hat sich durch Reibung an den Verbindungsgliedern abgenutzt. Das Loch, in dem der Stift saß, ist ausgeschlagen. Die Konstruktion der Verbindung kann also nicht lange halten. So etwas will man natürlich im Ernstfall nicht haben. Um die Abnutzung bei modernen Ketten zu unterbinden, werden die Bolzen in stoßdämpfende Gummilager eingepasst. Diese sorgen auch für einen festen Sitz. Das reduziert die Abnutzung. Unter den Kettengliedern werden Gummipolster angebracht, um die Abrollerschütterungen zu reduzieren. Der moderne Abrams ist ein Rassepferd verglichen mit dem Ackergaul aus dem Ersten Weltkrieg. Seine gepolsterten Ketten halten 5000 Kilometer und ermöglichen dem Panzer Agilität und Geschwindigkeit. Allerdings dauerte die Entwicklung fast ein Jahrhundert. Unter den ersten Panzern, die etwas schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren konnten, waren diese Renaults von 1917. Kleiner und leichter als die britischen Mark IV waren sie in der Lage, 8 Kilometer pro Stunde zu fahren. Wie bei allen Panzern dieser Generation verursachte eine höhere Geschwindigkeit auch stärkere Erschütterungen. Eine enorme Belastung für das Material, ganz zu schweigen von der Besatzung. Dieses Mal fand man die Lösung nicht in der Landwirtschaft, sondern in der Automobilindustrie.
J. Walter Christie, ein amerikanischer Ingenieur der späten 20er Jahre, fand heraus, dass ein Panzer mit Einzelradaufhängung sehr viel mehr Vorteile bot als nur ein komfortables Fahrverhalten. Diese Panzerprototypen Christies waren schnell und agil. Ein ungefederter Panzer kann nicht schnell durch raues Gelände fahren. Christies Konstruktion hielt die Kette auf Bodenkontakt und verlieh dem Panzer überlegene Fahreigenschaften. Die US-Armee war beeindruckt, konnte aber den jähzornigen Christie nicht dazu bringen, seinen Panzer nach ihren Vorgaben zu fertigen. Als die Sowjets hörten, dass die Amerikaner das Radaufhängungssystem nicht nutzten, setzten sie die Erfindung für ihren neuen Panzer ein. Dies ist der sowjetische T-34. Viele halten ihn für den besten Panzer des Zweiten Weltkriegs. Sein bei weitem interessantestes Merkmal ist die Radaufhängung. So kann der Panzer schnell durchs Gelände fahren, ohne die Besatzung in Mitleidenschaft zu ziehen. Wer einen Christie-Panzer schnell fahrend in rauem Gelände beobachtet, der sieht, wie diese Räder buchstäblich am Boden kleben, absolut unabhängig voneinander. Das verschafft der Besatzung einen fantastischen Komfort. Noch wichtiger als der Fahrkomfort war die Geschwindigkeit, die Christies Aufhängung diesen Panzern verlieh. Voll bewaffnet konnte der T-34 mit 40 Kilometern pro Stunde in den Kampf ziehen. Während der Schlacht um Kursk im Sommer 1943 wurden die unzähligen russischen T-34-Panzer den deutschen Panzerdivisionen zum Verhängnis. Jahre später kann der größere und schwerere Abrams das Schlachtfeld mit mehr als 65 Kilometern pro Stunde durchqueren. Neben seiner Geschwindigkeit besitzt der Panzer noch einen anderen großen Vorteil: ein starkes Geschütz. Dieses Geschütz kann tödliche Projektile abfeuern, die bis zu einer Entfernung von 3 Kilometern treffen. Doch erst einmal muss man den Feind finden und ihn ins Visier bekommen. Während der Operation Desert Storm 1991 kämpften US-Panzertruppen nachts in Unterzahl auf unvertrautem Gelände und unter schwierigsten Bedingungen. Doch als es darum ging, ihre Ziele zu finden, waren die Abrams technologisch im Vorteil. They had night capability. Sie hatten wohl Nachtsichtgeräte, aber wir hatten Wärmebildvisiere, sodass wir nachts etwa 3-mal weiter sehen konnten als sie. Ihren ersten Feindkontakt hatte diese Einheit nachts bei schlechter Sicht. Wir feuerten, da drehten die Iraker noch ihre Geschütztürme. Danach brannten 2/3 ihrer Panzer. Unsere nächste Salve kam, bevor sie feuern konnten, und sie waren alle tot. Der Abrams ist vollgepackt mit modernster Technik, die Ziele findet und ausschaltet. Bei der Operation Desert Storm ging es darum, den Feind unter allen Umständen sehen zu können, Tag und Nacht. Das Wärmebildsystem des Abrams arbeitet, indem es jedes Objekt, das Wärme abgibt, auf dem Schlachtfeld identifiziert. Da es Wärme statt Licht wahrnimmt, funktioniert es auch bei völliger Dunkelheit. Auf seinem Wärmebildmonitor sucht der Panzerkommandant den Horizont ab. Ein feindlicher Panzer erscheint als Umriss. Sein Hitzesignal leuchtet hell auf dem Bildschirm auf. Der Kommandant gibt diese Information an den vor ihm sitzenden Schützen weiter. Wir arbeiten als Team zusammen. Hier haben wir den Platz des Schützen. Er ist der Killer, wie wir sagen. Und ich der Jäger. Sie haben das Ziel geortet. Um exakt feuern und treffen zu können, muss der Schütze die genaue Entfernung wissen. Fire and adjust. On the way.
Wenn ich das Ziel sehe, drücke ich diesen Knopf, um einen Laserstrahl auszusenden, der die Entfernung zum Ziel misst. Ein Laserentfernungsmesser ist das Nonplusultra in puncto Genauigkeit. Er sendet einen Laserimpuls zum Ziel und misst, wie lange dieser braucht, um dort abzuprallen und zum Abrams zurückzukehren. Da Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist, bedeutet das eine einfache Rechnung für den Bordcomputer. Dank ihrer Lasertechnologie kann die Abrams-Besatzung bei voller Fahrt auf rauem Terrain ein bewegliches Ziel finden und ausschalten. Roger. Drei Panzer und zwei feindliche Besatzungen kampfunfähig gemacht. Obwohl der Panzer in Bewegung ist, hat die Besatzung ein klares Bild ihrer Umgebung. ...1916 in den Panzern des Ersten Weltkrieges hatten die Schützen kaum technische Hilfen, die ihnen im Chaos der Schlacht beistehen konnten. Sie bestimmten die Entfernung zum Ziel, indem sie sich einschossen. Es war eine Technik, die bis zu den Kanonen des 17. Jahrhunderts zurückreichte. Die Geschütze waren schwer und mussten von Hand in Position gehievt werden. Es wurde mit bloßem Auge gezielt und die Entfernung wurde grob geschätzt. Lärm- und Rauchentwicklung während der Schlacht machten die Sache nicht einfacher. Wir baten den Artillerieexperten Colin Harriet zu demonstrieren, wie schwer und langwierig es ist, mit einer Kanone ein Ziel zu treffen. Colin wird versuchen, dieses Scheunentor aus 100 Metern Entfernung zu treffen. Sein einziges Hilfsmittel ist der Nachbau eines Schützenlineals. Im 17. Jahrhundert das Äquivalent zum heutigen Laserentfernungsmesser. Das ist das Schützenlineal. Es ist ein Stock mit Kerben. Ich halte die unterste Kerbe auf Höhe des Kanonenrohrs und ziele auf das, worauf ich schießen will. Er schießt so lange, bis er die Entfernung herausgefunden hat und das Ziel trifft. Aus der Schussbahn. Achtung! Feuer! Wir haben drüber geschossen. Die Kanone muss runter. Wir könnten zu kurz schießen. Wir müssen einfach sehen. So grätschen wir uns heran. Dann heben wir das Rohr für den nächsten Schuss etwas an und dann sollten wir treffen. Die ging vor dem Ziel runter. Wir müssen wieder etwas höher, bis wir es treffen. Firing! Give him fire! Colin ist ein geübter Schütze. Trotzdem kann er nur 2 bis 3 Schüsse pro Minute abfeuern. Doch jedes Rauchwölkchen, das seine Kanone absondert, verrät seine Position und macht ihn so zur Zielscheibe. Ja, man versucht's, bis es klappt. Einen drüber, einen drunter und einen in die Mitte. 300 Jahre später brauchten die Schützen in den Panzern ebenso lange, bis sie die Entfernung richtig eingeschätzt hatten. Hier arbeitet der Steuerbordschütze. Er hat diesen Hebel, der unter seine rechte Achsel passt. Seine rechte Hand reicht dann nach vorne zu diesem Pistolengriff hier. Dann setzt er sein Auge an dieses Teleskop an. Jetzt, unter Einsatz seines Körpergewichts, kann er das Geschütz anheben. Bis zu einem gewissen Grad kann er es sogar drehen, um das Ziel zu verfolgen. Das Geschütz feuert über 6 Kilometer weit. Alles, was weiter als 1 Kilometer entfernt ist, kann man kaum noch sehen, geschweige denn treffen.
Der Schütze kann nichts sehen, außer durch sein Okular. Das heißt, man muss ihm sagen, wo sich ungefähr das Ziel befindet. Um den Panzer zu verbessern, musste der gesamte Prozess des Zielens und Feuerns beschleunigt werden. Den Durchbruch brachten hier die Erfahrungen aus Seeschlachten. Die englische Marine hatte seit einiger Zeit ein optisches System zur Entfernungsberechnung. Es half ihren Schützen, kilometerweit entfernte Ziele zu treffen. Das Gerät war jedoch groß und schwer. Es passte kaum in einen Panzer. Es dauerte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, bis der optische Entfernungsmesser klein genug war. Zwei Linsen werden auf jeder Seite des Geschützturms positioniert. Jede der Linsen wird durch Prismen mit dem Okular verbunden. Da der Abstand zwischen den Linsen bekannt ist, kann man die Entfernung zum Ziel trigonometrisch berechnen. Der Geschützführer sieht zwei Bilder, eins links, das andere rechts. Durch Drehen einer Handkurbel werden die Linsen so weit geschwenkt, bis beide Bilder übereinander liegen. Bessere Zielgeräte bedeuteten, dass Panzer Ziele in weit größerer Entfernung treffen konnten. Dies ermutigte die Panzerkonstrukteure, mächtigere Geschütze zu bauen. Einer der gefürchtetsten Panzer des Zweiten Weltkrieges war der deutsche Tiger, mit dem stärksten Geschütz, das bis dahin in einem Panzer Verwendung fand. Es ist ein 88mm Hochgeschwindigkeitsgeschütz, ursprünglich zur Abwehr von Flugzeugen gebaut. Die Briten hatten es in der Wüste schon fürchten gelernt. Die Deutschen waren flexibel genug, ihre Flaks zu Panzerwaffen zu machen. Mit der Feuerkraft dieses Geschützes konnten sie andere Panzer aus einer Entfernung ausschalten, die denen keine Möglichkeit ließ, zurückzuschießen. Auch wenn er alles, was sich in seinen Weg stellte, zerstörte, hatte der Tiger doch eine Schwäche. Er konnte nicht feuern, wenn er in Bewegung war. Der mächtige Rückstoß des Geschützes hätte den Turm beschädigt. Die Panzerbesatzung musste anhalten, den Turm drehen, die Arretierung lösen, zielen und feuern. Bis dahin büßte man den Vorteil eines großen Geschützes ein und wurde selbst zum Ziel. Panzer mit kleineren Geschützen konnten nicht zielgenau feuern, solange sie in Bewegung waren. Die Geschützrohre wackelten zu stark. Die Ingenieure mussten also einen Mechanismus finden, der das Geschütz ruhig hält, egal wie rau das Gelände ist. Damit fingen sie an, mit einem Gyroskop. Es ist ein Kreisel auf einer Achse. Wenn er sich dreht, bewahrt er seine Stellung im Raum durch die Kräfte der drehenden Masse. Befindet sich ein Gyroskop in einer sich bewegenden Umgebung, verharrt es in seiner Lage. Verbindet man das Gyroskop mit den Positionstellern des Geschützturms, bleibt dieser wie das Gyroskop stabil in seiner Lage. Die Gyroskope in einem Abrams-Panzer halten das Geschützrohr ruhig, selbst wenn der Panzer durch schwerstes Gelände fährt. Durch den Einbau weiterer Gyroskope ist es möglich, das Geschütz während der Fahrt exakt auf das Ziel gerichtet zu halten und abzufeuern. Der Panzer hatte nun ein präzises und starkes Geschütz, das während der Fahrt feuern konnte. Jetzt kümmerten sich die Ingenieure um die Munition. Während des Zweiten Weltkrieges erfanden Konstrukteure ein ständig wachsendes Arsenal todbringender Waffen. Eine davon wurde unter dem Namen Squashhead bekannt. Um eine Panzerbesatzung zu eliminieren, muss man nicht einmal die Panzerung durchdringen.
Um die tödlichen Eigenschaften dieser Waffe zu demonstrieren, haben wir den Chemiker und Sprengstoffexperten Sidney Alford gebeten, ein Experiment durchzuführen. Hier haben wir 150 Gramm Plastiksprengstoff. Sidney hat eine Stahlpanzerung auf eine Metallplatte geschweißt und an eine Panzerattrappe geschraubt. Ich werde das jetzt auf mein Ziel knallen. Sidney will den Inhalt des Geschützturms zerstören, ohne die Panzerung zu durchdringen. Dieser Plastiksprengstoff, den er hier platziert, wird das Verhalten eines echten Squashhead nachahmen. Das hier ist unser Sprengstoff, der in einer Granate gekommen ist und sich an das Ziel quetscht. Das Einsetzen des Zünders macht aus einem harmlosen Klumpen Knete eine tödliche Waffe. Stark genug, das Dach eines Hauses wegzufegen. Eine Melone ersetzt die Besatzung. Goodbye, Melone. Tschüss, Melone. Firing! 4, 3, 2, 1. Here we are. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte Sidney Squashhead seinen Dienst versagt. Wenn man die Platte öffnet, sieht man zuerst die Reste der Melone. Und das hier ist immer noch warm. Man wäre nicht gern im Inneren eines Panzers, wenn dieses Teil mit Schallgeschwindigkeit dort herumfliegt. Dieses Stück Stahl wurde von der Innenseite der Panzerung abgesprengt. Ich werde das abnehmen und dann sehen wir mal. Na also. Der Squashhead sieht zunächst aus wie jede andere Granate. Sobald er auf den Geschützturm trifft, klebt er sich an die Oberfläche wie ein Kuhfladen. Die Schockwellen des Sprengstoffs verursachen kaum äußere Zerstörung, doch Vernichtung im Inneren. Da Panzermunition immer stärker wurde, musste auch die Panzerung dicker werden. Es begann ein Wettrüsten zwischen Munition und Panzerung. Während des Zweiten Weltkriegs erwarb sich der deutsche Tigerpanzer bald den Ruf, geradezu unbesiegbar zu sein. Doch dann zeigten sich seine Schwächen. Seine Panzerung ist dicker als bei jedem Panzer vor ihm. Über 100 mm an der Frontseite. Er wiegt etwa 65 Tonnen. Deshalb sind einige seiner Möglichkeiten sehr begrenzt. Zum Beispiel braucht er aufgrund dieses Riesengewichts extra breite Ketten und viele Räder. Er ist so schwer, dass Motor und Getriebe schnell verschleißen. Wenn dieses Ding in schwieriges Gelände gerät, sitzt es schnell fest. Es war das schwerste und stärkste mobile Gerät seiner Zeit. Die Panzerkonstrukteure mussten etwas mit leichterer Panzerung bei gleichbleibender Schutzwirkung erfinden. Eine der Lösungen war die viel kopierte Neuerung am russischen T-34, die geneigte Panzerung. Dieses Stück Panzerung ist 100 mm dick, wenn man es vertikal positioniert. Bei einer Neigung von 30 Grad werden daraus 200 mm. Die Beibehaltung der 100 mm benötigt nur halb so viel Stahl, was den Panzer bedeutend leichter macht. Die geneigte Panzerung des T-34 hatte auch einen Nachteil.
Es gab im Bug viel weniger Platz für Fahrer und Schützen. Die Lösung? Kleinere Rekruten. Doch dafür prallten viele konventionelle Granaten einfach von ihm ab. Die geneigte Panzerung zwang die Konstrukteure darüber nachzudenken, was diese neue Armierung durchdringen könnte. Der Kampf zwischen Panzerung und Munition erreichte eine neue Phase. Auf ihrer Suche nach neuen tödlichen Waffen blickten die Ingenieure zurück in die Geschichte und fanden überraschenderweise die Antwort in einem Prinzip, das bereits im 17. Jahrhundert bekannt war. Zu Zeiten der großen Belagerungen merkten Schützen, dass ihre Kanonen an Kraft einbüßten, weil die Kugeln locker genug sitzen mussten, um sich nicht im Rohr festzufressen. Das führte dazu, dass viel von der Kraft des Schießpulvers durch die Lücken an den Seiten verloren ging. Die Schützen fanden einen genialen Weg, diese Lücke zu füllen. Ein passgenauer hölzerner Pfropfen, der sogenannte Treibspiegel. Ich mache den Treibspiegel hier am Boden einer, sagen wir, Kanonenkugel fest. 400 Jahre später wird uns der Artillerieexperte Colin Harriet demonstrieren, wie ein Treibspiegel wirkt. Es ist einfach ein Stück Holz. Wenn die Feuerkraft der Kanone nur die Kugel trifft, verliert man zu viel an Energie. Die Druckwelle wird dadurch verstärkt, dass zunächst dieses Stück Holz getroffen wird und explodiert. Jetzt entsteht dieser erste Impuls, der die Kugel schneller und weiter fliegen lässt. Soweit die Theorie. Colin hat zwei Versuche. Er wird auf sein provisorisches Ziel feuern. Den ersten Schuss ohne Treibspiegel, den zweiten mit. Die Entfernung zum Ziel ist bei beiden Schüssen gleich. Auch Menge des Schießpulvers sowie Gewicht und Größe der Kanonenkugel sind identisch. Wir wollen sehen, welcher der Schüsse mehr Schubkraft entwickelt. Zuerst feuern wir eine nackte Kugel ab. Kugel rein. Fertig. And she's ready to go. Even. Give fire. Die erste Kugel trifft das Ziel, jedoch sehr weit unten. Hier ist die Kugel. Sie ging hier durch, dann traf sie hier und prallte zurück. Wird der zweite Schuss besser? Schaut euch das an. Mitten rein. Die Kugel ist erstmal hier rein, durch gut 10 cm Douglas-Fichte. Der Treibspiegel bringt nicht nur mehr Kraft, sondern auch mehr Genauigkeit. Lasst uns sehen, was hier hinten passiert ist. Ein kleines Holzstück hat die Durchschlagskraft von Collins Kanone um ein Drittel erhöht. Sie war recht schnell. Dann haben wir hier drüben das zweite Ziel. Sie war so schnell, es scheint fast, als hätte das Holz nicht gemerkt, dass es getroffen wurde. Sie ging gerade durch. '1943, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, entwickelte ein belgischer Wissenschaftler das Prinzip des Treibspiegels einen Schritt weiter. Ladislaus Permutter errechnete, dass ein kleines Projektil viel schneller durch die Luft fliegt als eine große Granate. Und wenn dieses Projektil aus einem dichten, schweren Metall gefertigt wäre, etwa aus Wolframkarbid, würde es auch die dickste Panzerung durchbohren. Doch wie feuert man ein kleines Projektil aus einem großen Geschütz? Permutters Lösung? Ein Treibspiegel, der das Projektil umschließt und seinen Umfang vergrößert. So geht beim Abfeuern des Geschützes keine Energie verloren.
Der Waffenexperte Dr. Paul Hassel. Dies ist eine relativ moderne Version von Permutters Erfindung aus dem Jahre 1943. Hier haben wir das eigentliche Geschoss, das von diesem Treibspiegel umschlossen wird. Er schiebt das Geschoss durch den Lauf des Geschützes. Wenn dieses komplette Geschoss den Lauf verlässt, wird der Treibspiegel abgetrennt. Im Prinzip passiert das durch den Luftwiderstand des Treibspiegels. Im Grunde ist das hier ein sehr schnell fliegender Armbrustpfeil. Während das Projektil in der Kammer sitzt, wird es von dem Treibspiegel fest umschlossen. Beim Abfeuern schnellt die Kombination durch den Lauf. Unmittelbar danach löst sich der Treibspiegel ab. Der Aufschlag verursacht keine Explosion. Aufgrund seiner Geschwindigkeit und Dichte durchdringt das Projektil die Panzerung und das Innere wird zerstört. Dieses Objekt ist von einem 120 mm Treibspiegelgeschoss getroffen worden. Hier haben wir so ein Projektil. An der Außenseite des Objektes erkennen wir eine ziemlich umfangreiche plastische Deformierung. Das Material wurde aufgebrochen und durch das Eindringen des Projektils dauerhaft deformiert. Diese durchschlagenden Waffen riefen neue Ideen zur Panzerung auf den Plan. Den Konstrukteuren war klar geworden, dass dicker Stahl nicht mehr genug Schutz bot, zumal er schwer war. Sie experimentierten mit speziellen Legierungen, schichteten Keramik- und Glasfiberschichten über den Stahl. Manche der Schichten reduzierten die Schockübertragung von Squashhead-Granaten. Andere boten Schutz vor durchdringenden Projektilen. Der Abrams ist mit Schichten einer Kompositpanzerung verkleidet, um die Besatzung optimal zu schützen. Im ersten Golfkrieg 1991 hatte die US-Armee durch ihre überragende Panzerung einen weiteren taktischen Vorteil. Lieutenant General Paul Funk. Bei der Operation Desert Storm gingen wir davon aus, dass wir im Bereich des frontalen 60-Grad-Bogens, generell der bestgeschützte Teil eines Kampffahrzeuges, keinen Durchschlag zu befürchten hatten, wenn der Schuss von über 500 Meter Entfernung abgegeben wurde. Wir vermuteten, dass wir ab 500 Meter jeden Beschuss durch Panzer oder Raketenwerfer abwehren konnten. Wir würden sie ohne eigene Verluste schlagen können und das bewahrheitete sich. Die Abrams konnten also näher aufrücken, um mit ihren Geschützen härter zu treffen. Ich erinnere mich an einen Bataillonsführer, der einen Funkspruch von einem seiner Kommandanten erhielt. Hier prallen die Panzerfäuste nur so ab von unseren Panzern. Wir dachten, das ist eine verdammt gute Sache. Nicht, dass man so etwas jeden Tag probieren will. Aber dennoch, wenn so etwas passiert, dann weiß man, die Ausrüstung funktioniert so, wie sie sollte. Im Wettstreit zwischen Munition und Panzerung wurden weitere Waffen ersonnen, mit immer abwegigerem Zerstörungspotenzial. Eine war das Hohlladungsgeschoss. Es kam erstmals im Zweiten Weltkrieg zur Anwendung. Diese einfache tragbare Waffe konnte einen Panzer unschädlich machen, wenn man nur nahe genug herankam. Es ändert buchstäblich seine Form, um die tödliche Arbeit zu verrichten. Heute kennt man es unter dem Namen Panzerfaust. Die Hohlladung besteht aus einem dünnen Kupferkegel, der von Sprengstoff umgeben ist. Beim Aufprall explodiert der Sprengstoff und eine mächtige Schockwelle stülpt den Kupferkegel nach außen. Ein Strahl aus heißem Kupfer entsteht.
Wenn die Granate also den Panzer trifft und der Sprengstoff detoniert, ist es dieser Strahl, der die Panzerung buchstäblich durchschneidet. Wir haben zwei Sprengstoffspezialisten zusammengebracht. Manfred Held und Sidney Alford. Um uns die vernichtende Kraft einer Hohlladung zu demonstrieren, werden sie sie auf einen Stapel Stahlplatten abfeuern, der an einer Geschützturmattrappe befestigt ist. 10 Stahlplatten, jede 5 mm dick, das ergibt 50 mm Armierung. Ja, I agree. Die Platten sind auf 30 Grad gekippt, wie die geneigte Panzerung. Das verdoppelt die Panzerung auf 100 mm. 3 cm. Wie breit ist sie jetzt? 250 mm. Manfred und Sidney haben zwischen dem Kupferkegel der Hohlladung und den Panzerplatten etwas Raum gelassen, um nachzuahmen, wie sich eine echte Ladung verhält. Man weiß nie, was passiert. Eine Stahlplatte wird hinter die Melone gehängt, um die Penetrationskraft der Ladung zu zeigen. Sidney setzt den Zünder ein und zieht sich zurück. Okay, ready to fire. Fire. 4, 3, 2, 1. Diese Ladung hat sich wie eine klassische Panzerfaust verhalten. Das ursprüngliche Stück Kupfer, ein Kegel mit einem Durchmesser von ungefähr 65 mm, wurde zu einem langen Stab zusammengequetscht, der mit einer unglaublichen Geschwindigkeit erst die Platten, dann die Melone und schließlich die andere Seite des Panzers durchschoss. Die Stahlplatte, die hinter der explodierten Melone hing, wurde zweimal durchbohrt. Sehr beeindruckend und tödlich. Sidneys kleine Ladung hat 100 mm Stahl durchschlagen. Sie hatte nur einen Bruchteil der Kraft einer echten Panzerfaust. Dies ist eine PG-7 Panzerfaust. Sie kann ungefähr 300 mm Stahl durchdringen. Wenn man sich also diesen Stapel Stahlscheiben anschaut, dann könnte sie 3 Scheiben durchschlagen. Andere Varianten dieser Panzerfaust können bis zu 700 und sogar 800 mm Stahl durchdringen. Das ist also eine sehr ernsthafte Bedrohung. Doch wie kann man verhindern, dass Panzerfäuste einen Geschützturm durchschlagen? Nach dem Sechstagekrieg von 1967 ging Manfred Held als junger Mann in den Nahen Osten, um an zerstörten Panzerwracks die Wirkung von Hohlladungen zu testen. Er nutzte die Gelegenheit, Feldversuche mit echter Panzerung durchführen zu können. Er bemerkte, dass manche Panzer nach der Explosion weniger beschädigt waren als andere. Der Grund war in Geschütztürmen verbliebene Munition. Deren Explosion hatte offenbar die Wucht der Hohlladung neutralisiert. Manfred Held war auf ein neues Prinzip gestoßen. Er nannte es Reaktivpanzerung. Reaktivpanzerung besteht aus einer Sprengstoffschicht, eingebettet zwischen zwei Stahlplatten. Wenn sie von einem panzerbrechenden Geschoss getroffen wird, detoniert die explosive Schicht, zwingt die beiden Metallplatten auseinander und stößt so das Geschoss zurück. Das ist Manfred Helds Konstruktion. An der Panzeraußenseite montierte explosive Kästen. Um die Wirkung zu demonstrieren, feuern er und Sidney Alford eine weitere Hohlladung ab.
Jetzt werden wir die exakt gleiche Ladung aus der exakt gleichen Entfernung auf das exakt gleiche Ziel abfeuern. Doch diesmal haben wir eine Schicht von Professor Hertz Panzerung. Ein Nachteil der Reaktivpanzerung ist, dass Personen außerhalb des Panzers von Schrapnellen getroffen werden können. Sydney hat deshalb ein Schutzdach gebaut. Everybody ready? I'm ready. Okay. Firing! 4, 3, 2, 1. Einige Stahlplatten sehen aus, als wären sie durchschlagen worden. Das ist interessant. Es hat den Schuss bemerkenswert abgelenkt. Der Grad der Penetration ist viel kleiner. Ich darf Ihnen, Professor Herb, zu Ihrer Panzerung gratulieren. Sie hat gut funktioniert. Da ist nichts durchgekommen. Hier sehen wir ein Loch. Das Stück Panzerung hat es hier getroffen und ist dann weitergeflogen. Wie weit, bin ich mir nicht sicher. Wenn man die 10 Stahlplatten neben jene aus dem ersten Experiment legt, wird klar, dass die Reaktivpanzerung das Innere des Geschützturmes geschützt hat. Die Ladung hat lediglich die obersten 3 Schichten der Panzerung durchdrungen. Das war eine ziemlich eindeutige Demonstration der Wirkung einer Reaktivpanzerung. Sehr überzeugend. Die Entdeckung der Reaktivpanzerung markiert einen Wendepunkt im Wettkampf zwischen Waffe und Schutz. Das bedeutet, dass die Zukunft aktiven Panzerungssystemen gehören könnte, die Sprengköpfe entdecken und zur Detonation bringen können, bevor diese den Panzer erreichen. Für Konstrukteure ist das der heilige Gral. Sie könnten Tonnen konventioneller, schwerer, passiver Panzerung verwerfen und kleinere, leichtere Fahrzeuge bauen. Das käme den Forderungen einiger Strategen entgegen, die das Konzept des Panzers für überholt halten und für eine moderne Armee schnellere Fahrzeuge für schnellere Einsätze verlangen. Brauchen wir noch Panzer? Das ist nicht unsere Entscheidung. Aber wir sollten schon darüber nachdenken. Bei dieser Entwicklung ging es um Panzerung gegen Geschoss, mobile gepanzerte Feuerkraft gegen Verteidigung. Etwas Panzerartiges werden wir immer haben. Wir müssen es ja nicht Panzer nennen. Von mir aus nennen wir es Pferd. Aber wir werden etwas brauchen, das die Rolle des Panzers auf den Schlachtfeldern von morgen spielen wird. Eine Alternative wäre der Striker. Noch hat er keine aktive Panzerung. Er ist aber leichter und mobiler als der Abrams. Es gibt ihn in verschiedenen Ausführungen und er wurde entworfen, um in Kriegsgebiete eingeflogen zu werden. Mit selbstladendem Geschütz und einem Bildschirm, der ein virtuelles Schlachtfeld zeigt, verfügt er über eine moderne Ausstattung, die durch ihre Komplexität allerdings störanfällig sein könnte. Sein Einsatz im Irak ließ viele Wünsche offen. Seine Panzerung konnte selbst einfachen Panzerfäusten nicht standhalten. Mit der erforderlichen Armierung ausgestattet wird er zu schwer, um ihn einfliegen und schnell einsetzen zu können. Während der letzten 100 Jahre wurde der Panzer durch zahllose technische Neuerungen weiterentwickelt. Die große Frage ist, hat er seine Grenzen erreicht?
und den Zustand des Bolzens. Er hat sich durch Reibung an den Verbindungsgliedern abgenutzt. Das Loch, in dem der Stift saß, ist ausgeschlagen. Die Konstruktion der Verbindung kann also nicht lange halten. So etwas will man natürlich im Ernstfall nicht haben. Um die Abnutzung bei modernen Ketten zu unterbinden, werden die Bolzen in stoßdämpfende Gummilager eingepasst. Diese sorgen auch für einen festen Sitz. Das reduziert die Abnutzung. Unter den Kettengliedern werden Gummipolster angebracht, um die Abrollerschütterungen zu reduzieren. Der moderne Abrams ist ein Rassepferd verglichen mit dem Ackergaul aus dem Ersten Weltkrieg. Seine gepolsterten Ketten halten 5000 Kilometer und ermöglichen dem Panzer Agilität und Geschwindigkeit. Allerdings dauerte die Entwicklung fast ein Jahrhundert. Unter den ersten Panzern, die etwas schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren konnten, waren diese Renaults von 1917. Kleiner und leichter als die britischen Mark IV waren sie in der Lage, 8 Kilometer pro Stunde zu fahren. Wie bei allen Panzern dieser Generation verursachte eine höhere Geschwindigkeit auch stärkere Erschütterungen. Eine enorme Belastung für das Material, ganz zu schweigen von der Besatzung. Dieses Mal fand man die Lösung nicht in der Landwirtschaft, sondern in der Automobilindustrie. J. Walter Christie, ein amerikanischer Ingenieur der späten 20er Jahre, fand heraus, dass ein Panzer mit Einzelradaufhängung sehr viel mehr Vorteile bot als nur ein komfortables Fahrverhalten. Diese Panzerprototypen Christies waren schnell und agil. Ein ungefederter Panzer kann nicht schnell durch raues Gelände fahren. Christies Konstruktion hielt die Kette auf Bodenkontakt und verlieh dem Panzer überlegene Fahreigenschaften. Die US-Armee war beeindruckt, konnte aber den jähzornigen Christie nicht dazu bringen, seinen Panzer nach ihren Vorgaben zu fertigen. Als die Sowjets hörten, dass die Amerikaner das Radaufhängungssystem nicht nutzten, setzten sie die Erfindung für ihren neuen Panzer ein. Dies ist der sowjetische T-34. Viele halten ihn für den besten Panzer des Zweiten Weltkriegs. Sein bei weitem interessantestes Merkmal ist die Radaufhängung. Andere Panzer aus einer Entfernung ausschalten, die denen keine Möglichkeit ließ, zurückzuschießen. Auch wenn er alles, was sich in seinen Weg stellte, zerstörte, hatte der Tiger doch eine Schwäche. Er konnte nicht feuern, wenn er in Bewegung war. Der mächtige Rückstoß des Geschützes hätte den Turm beschädigt. Die Panzerbesatzung musste anhalten, den Turm drehen, die Arretierung lösen, zielen und feuern. Bis dahin büßte man den Vorteil eines großen Geschützes ein und wurde selbst zum Ziel. Auch Panzer mit kleineren Geschützen konnten nicht zielgenau feuern, solange sie in Bewegung waren. Die Geschützrohre wackelten zu stark. Die Ingenieure mussten also einen Mechanismus finden, der das Geschütz ruhig hält, egal wie rau das Gelände ist. Damit fingen sie an, mit einem Gyroskop. Es ist ein Kreisel auf einer Achse. Wenn er sich dreht, bewahrt er seine Stellung im Raum durch die Kräfte der drehenden Masse. Befindet sich ein Gyroskop in einer sich bewegenden Umgebung, verharrt es in seiner Lage. Verbindet man das Gyroskop mit den Positionstellern des Geschützturms, bleibt dieser wie das Gyroskop stabil in seiner Lage. Die Gyroskope in einem Abrams-Panzer halten das Geschützrohr ruhig, selbst wenn der Panzer durch schwerstes Gelände fährt. Durch den Einbau weiterer Gyroskope ist es möglich, das Geschütz während der Fahrt exakt auf das Ziel gerichtet zu halten und abzufeuern.
Der Panzer hatte nun ein präzises und starkes Geschütz, das während der Fahrt feuern konnte. Jetzt kümmerten sich die Ingenieure um die Munition. Während des Zweiten Weltkrieges erfanden Konstrukteure ein ständig wachsendes Arsenal todbringender Waffen. Eine davon wurde unter dem Namen Squashhead bekannt. Um eine Panzerbesatzung zu eliminieren, muss man nicht einmal die Panzerung durchdringen. Um die tödlichen Eigenschaften dieser Waffe zu demonstrieren, haben wir den Chemiker und Sprengstoffexperten Sidney Alford gebeten, ein Experiment durchzuführen. Hier haben wir 150 Gramm Plastiksprengstoff. Sidney hat eine Stahlpanzerung auf eine Metallplatte geschweißt und an eine Panzerattrappe geschraubt. Ich werde das jetzt auf mein Ziel knallen. Zu bauen. Sein Traktor würde sich unter seinen Rädern eine ausrollende Straße verlegen, während er sich fortbewegt. Es war das erste steuerbare Kettenfahrzeug. Die Ketten funktionierten wie Schneeschuhe, die das Gewicht über eine größere Fläche verteilen und so verhindern, dass der Traktor im Schlamm versinkt. Bis zur Idee, dass diese Traktoren statt Pflug- und Heuballen auch Panzerung und Geschütze tragen könnten, war es kein weiter Weg. In den schlammigen Schlachtfeldern Nordfrankreichs hatte sich der Erste Weltkrieg festgefahren. Die Truppen wurden von der todbringenden Feuerkraft des Maschinengewehrs in ihren Gräben festgehalten. Gebraucht wurde ein gepanzerter Traktor, der das Patt aufbrechen konnte. Das Fahrzeug, das Roberts erfand, sah allerdings einem heutigen Panzer kaum ähnlich. Militärhistoriker David Fletcher erklärt: Das ist ein Mark IV Panzer von 1917. Das Geschütz befindet sich im Schwalbennest an der Seite. Der Hauptgrund dafür ist, dass innerhalb des Panzers der meiste Raum für den Motor benötigt wird. Dies wiederum geht darauf zurück, dass der Panzer mit Hauptaugenmerk auf Beweglichkeit im Gelände entworfen wurde und das Schießen von untergeordneter Bedeutung war. Sein Zweck war, durch die Stacheldrahtverhaue vor den Schützengräben zu brechen. Er sollte den Stacheldraht wegdrücken, sodass die Infanterie sich nicht darin verfing. Es hieß: Sorg dafür, dass die MG-Schützen die Köpfe unten halten. Bring sie um, wenn möglich. Und dann fahre in und über die Gräben. Mit anderen Worten, wir stellen die Bewegungsfähigkeit im Gelände über die Möglichkeiten der Feuerkraft. Die Schlacht von Cambrai 1917 im Norden Frankreichs. Der Mark IV-Panzer war ein voller Erfolg. Er zerbrach den deutschen Verteidigungsring und schützte die vorrückende Infanterie vor Maschinengewehrfeuer. Allerdings hatte der Mark IV eine entscheidende Schwachstelle. Obwohl sich der Panzer nicht schneller als mit Schrittgeschwindigkeit fortbewegte, konnten seine grob vernieteten Ketten brechen und er blieb liegen. Um zu verstehen, warum diese frühen Ketten brachen, besuchen wir einen mordschweren Mark IV-Panzer im Schlachtfeld ausgesetzt war. Sehen wir uns die Verbindungen an, die die beiden Kettenglieder zusammenhalten, und den Zustand des Bolzens. Er hat sich durch Reibung an den Verbindungsgliedern abgenutzt. Das Loch, in dem der Stift saß, ist ausgeschlagen. Die Konstruktion der Verbindung kann also nicht lange halten. So etwas will man natürlich im Ernstfall nicht haben. Um die Abnutzung bei modernen Ketten zu unterbinden, werden die Bolzen in stoßdämpfende Gummilager eingepasst. Diese sorgen auch für einen festen Sitz. Das reduziert die Abnutzung. Unter den Kettengliedern werden Gummipolster angebracht, um die Abrollerschütterungen zu reduzieren.
moderne Abrams ist ein Rassepferd verglichen mit dem Ackergaul aus dem Ersten Weltkrieg. Seine gepolsterten Ketten halten 5000 Kilometer und ermöglichen dem Panzer Agilität und Geschwindigkeit. Allerdings dauerte die Entwicklung fast ein Jahrhundert. Unter den ersten Panzern, die etwas schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren konnten, waren diese Renaults von 1917. Kleiner und leichter als die britischen Mark IV, waren sie in der Lage, 8 Kilometer pro Stunde zu fahren. Wie bei allen Panzern dieser Generation verursachte eine höhere Geschwindigkeit auch stärkere Erschütterungen. Eine enorme Belastung für das Material, ganz zu schweigen von der Besatzung. Dieses Mal fand man die Lösung nicht in der Landwirtschaft, sondern in der Automobilindustrie. J. Walter Christie, ein amerikanischer Ingenieur der späten 20er Jahre, fand heraus, dass ein Panzer mit Einzelradaufhängung sehr viel mehr Vorteile bot als nur ein komfortables Fahrverhalten. Diese Panzerprototypen Christies waren schnell und agil. Ein ungefederter Panzer kann nicht schnell durch raues Gelände fahren. Christies Konstruktion hielt die Kette auf Bodenkontakt und verlieh dem Panzer überlegene Fahreigenschaften. Die US-Armee war beeindruckt, konnte aber den jähzornigen Christie nicht dazu bringen, seinen Panzer nach ihren Vorgaben zu fertigen. Der Kampf zwischen Panzerung und Munition erreichte eine neue Phase. Auf ihrer Suche nach neuen tödlichen Waffen blickten die Ingenieure zurück in die Geschichte und fanden überraschenderweise die Antwort in einem Prinzip, das bereits im 17. Jahrhundert bekannt war. Zu Zeiten der großen Belagerungen merkten Schützen, dass ihre Kanonen an Kraft einbüßten, weil die Kugeln locker genug sitzen mussten, um sich nicht im Rohr festzufressen. Das führte dazu, dass viel von der Kraft des Schießpulvers durch die Lücken an den Seiten verloren ging. Die Schützen fanden einen genialen Weg, diese Lücke zu füllen. Ein passgenauer hölzerner Pfropfen, der sogenannte Treibspiegel. Ich mache den Treibspiegel hier am Boden einer, sagen wir, Kanonenkugel fest. 400 Jahre später wird uns der Artillerieexperte Colin Harriet demonstrieren, wie ein Treibspiegel wirkt. Es ist einfach ein Stück Holz. Wenn die Feuerkraft der Kanone nur die Kugel trifft, verliert man zu viel an Energie. Die Druckwelle wird dadurch verstärkt, dass zunächst dieses Stück Holz getroffen wird und explodiert. Jetzt entsteht dieser erste Impuls, der die Kugel schneller und weiter fliegen lässt. Soweit die Theorie. Colin hat zwei Versuche. Er wird auf sein provisorisches Ziel feuern. Den ersten Schuss ohne Treibspiegel, den zweiten mit. Righto. Die Entfernung zum Ziel ist bei beiden Schüssen gleich. Auch Menge des Schießpulvers sowie Gewicht und Größe der Kanonenkugel sind identisch. Wir wollen sehen, welcher der Schüsse mehr Schubkraft entwickelt. Zuerst feuern wir eine nackte Kugel ab. Kugel rein. Fertig. And she's ready to go. Even. Die erste Kugel trifft das Ziel, jedoch sehr weit unten. Here's the ball. Hier ist die Kugel. She's come sie ging hier durch, dann traf sie hier und prallte zurück. Wird der zweite Schuss besser? Leave it. Give him fire! Oh, look at that. Schaut euch das an. Mitten rein. Die Kugel ist erstmal hier rein, durch gut 10 cm Douglas. Wenn er alles, was sich in seinen Weg stellte, zerstörte, hatte der Tiger doch eine Schwäche. Er konnte nicht feuern, wenn er in Bewegung war. Der mächtige Rückstoß des Geschützes hätte den Turm beschädigt. Die
Panzerbesatzung musste anhalten, den Turm drehen, die Arretierung lösen, zielen und feuern. Bis dahin büßte man den Vorteil eines großen Geschützes ein und wurde selbst zum Ziel. Auch Panzer mit kleineren Geschützen konnten nicht zielgenau feuern, solange sie in Bewegung waren. Die Geschützrohre wackelten zu stark. Die Ingenieure mussten also einen Mechanismus finden, der das Geschütz ruhig hält, egal wie rau das Gelände ist. Damit fingen sie an, mit einem Gyroskop. Es ist ein Kreisel auf einer Achse. Wenn er sich dreht, bewahrt er seine Stellung im Raum durch die Kräfte der drehenden Masse. Befindet sich ein Gyroskop in einer sich bewegenden Umgebung, verharrt es in seiner Lage. Verbindet man das Gyroskop mit den Positionstellern des Geschützturms, bleibt dieser wie das Gyroskop stabil in seiner Lage. Die Gyroskope in einem Abrams-Panzer halten das Geschützrohr ruhig, selbst wenn der Panzer durch schwerstes Gelände fährt. Durch den Einbau weiterer Gyroskope ist es möglich, das Geschütz während der Fahrt exakt auf das Ziel gerichtet zu halten und abzufeuern. Der Panzer hatte nun ein präzises und starkes Geschütz, das während der Fahrt feuern konnte. Jetzt kümmerten sich die Ingenieure um die Munition. Während des Zweiten Weltkrieges erfanden Konstrukteure ein ständig wachsendes Arsenal todbringender Waffen. Eine davon wurde unter dem Namen Squashhead bekannt. Um eine Panzerbesatzung zu eliminieren, muss man nicht einmal die Panzerung durchdringen. Um die tödlichen Eigenschaften dieser Waffe zu demonstrieren, haben wir den Chemiker und Sprengstoffexperten Sidney Alford gebeten, ein Experiment durchzuführen. Hier haben wir 150 Gramm Plastiksprengstoff. Sidney hat eine Stahlpanzerung auf eine Metallplatte geschweißt und an eine Panzerattrappe geschraubt. Ich werde das jetzt auf mein Ziel knallen. Sidney will den Inhalt des Geschützturms zerstören, ohne die Panzerung zu durchdringen. Dieser Plastiksprengstoff, den er hier platziert, wird das Verhalten an. Er bemerkte, dass manche Panzer nach der Explosion weniger beschädigt waren als andere. Der Grund war in Geschütztürmen verbliebene Munition. Deren Explosion hatte offenbar die Wucht der Hohlladung neutralisiert. Manfred Held war auf ein neues Prinzip gestoßen. Er nannte es Reaktivpanzerung. Reaktivpanzerung besteht aus einer Sprengstoffschicht, eingebettet zwischen zwei Stahlplatten. Wenn sie von einem panzerbrechenden Geschoss getroffen wird, detoniert die explosive Schicht, zwingt die beiden Metallplatten auseinander und stößt so das Geschoss zurück. Das ist Manfred Hells Konstruktion. An der Panzeraußenseite montierte explosive Kästen. Um die Wirkung zu demonstrieren, feuern er und Sidney Alford eine weitere Hohlladung ab. Jetzt werden wir die exakt gleiche Ladung aus der exakt gleichen Entfernung auf das exakt gleiche Ziel abfeuern. Doch diesmal haben wir eine Schicht von Professor Hells Panzerung. Ein Nachteil der Reaktivpanzerung ist, dass Personen außerhalb des Panzers von Schrapnellen getroffen werden können. Sidney hat deshalb ein Schutzdach gebaut. Everybody ready? I'm ready. Okay. Firing! 4, 3, 2, 1. Einige Stahlplatten sehen aus, als wären sie durchschlagen worden. Das ist interessant. Es hat den Schuss bemerkenswert abgelenkt. Der Grad der Penetration ist viel kleiner. Ich darf Ihnen, Professor Held, zu Ihrer Panzerung gratulieren.
Sie hat gut funktioniert. Da ist nichts durchgekommen. Hier sehen wir ein Loch. Das Stück Panzerung hat es hier getroffen und ist dann weitergeflogen. Wie weit, bin ich mir nicht sicher. Wenn man die 10 Stahlplatten neben jene aus dem ersten Experiment legt, wird klar, dass die Reaktivpanzerung das Innere des Geschützturmes geschützt hat. Die Ladung hat lediglich die obersten 3 Schichten der Panzerung durchdrungen. Das war eine ziemlich eindeutige Demonstration der Wirkung einer Reaktivpanzerung. Sehr überzeugend. Sie hatten wohl Nachtsichtgeräte, aber wir hatten Wärmebildvisiere, sodass wir nachts etwa 3-mal weiter sehen konnten als sie. Ihren ersten Feindkontakt hatte diese Einheit nachts bei schlechter Sicht. Wir feuerten, da drehten die Iraker noch ihre Geschütztürme. Danach brannten 2/3 ihrer Panzer. Unsere nächste Salve kam, bevor sie feuern konnten, und sie waren alle tot. Der Abrams ist vollgepackt mit modernster Technik, die Ziele findet und ausschaltet. Bei der Operation Desert Storm ging es darum, den Feind unter allen Umständen sehen zu können, Tag und Nacht. Das Wärmebildsystem des Abrams arbeitet, indem es jedes Objekt, das Wärme abgibt, auf dem Schlachtfeld identifiziert. Da es Wärme statt Licht wahrnimmt, funktioniert es auch bei völliger Dunkelheit. Auf seinem Wärmebildmonitor sucht der Panzerkommandant den Horizont ab. Ein feindlicher Panzer erscheint als Umriss. Sein Hitzesignal leuchtet hell auf dem Bildschirm auf. Der Kommandant gibt diese Information an den vor ihm sitzenden Schützen weiter. Wir arbeiten als Team zusammen. Hier haben wir den Platz des Schützen. Er ist der Killer, wie wir sagen. Und ich der Jäger. Sie haben das Ziel geortet. Um exakt feuern und treffen zu können, muss der Schütze die genaue Entfernung wissen. Wenn ich das Ziel sehe, drücke ich diesen Knopf, um einen Laserstrahl auszusenden, der die Entfernung zum Ziel misst. Ein Laserentfernungsmesser ist das Nonplusultra in puncto Genauigkeit. Er sendet einen Laserimpuls zum Ziel und misst, wie lange dieser braucht, um dort abzuprallen und zum Abrams zurückzukehren. Da Lichtgeschwindigkeit eine Konstante ist, bedeutet das eine einfache Rechnung für den Bordcomputer. Dank ihrer Lasertechnologie kann die Abrams-Besatzung bei voller Fahrt auf rauem Terrain ein bewegliches Ziel finden und ausschalten. 3 Panzer und 2 feindliche Besatzungen kampfunfähig gemacht. Obwohl der Panzer in Bewegung. Im Wettstreit zwischen Munition und Panzerung wurden weitere Waffen ersonnen. Mit immer abwegigerem Zerstörungspotenzial. Eine war das Hohlladungsgeschoss. Es kam erstmals im Zweiten Weltkrieg zur Anwendung. Diese einfache tragbare Waffe konnte einen Panzer unschädlich machen, wenn man nur nahe genug herankam. Es ändert buchstäblich seine Form, um die tödliche Arbeit zu verrichten. Heute kennt man es unter dem Namen Panzerfaust. Die Hohlladung besteht aus einem dünnen Kupferkegel, der von Sprengstoff umgeben ist. Beim Aufprall explodiert der Sprengstoff und eine mächtige Schockwelle stülpt den Kupferkegel nach außen. Ein Strahl aus heißem Kupfer entsteht. Wenn die Granate also den Panzer trifft und der Sprengstoff detoniert, ist es dieser Strahl, der die Panzerung buchstäblich durchschneidet.
Wir haben zwei Sprengstoffspezialisten zusammengebracht. Manfred Held und Sidney Alford. Um uns die vernichtende Kraft einer Hohlladung zu demonstrieren, werden sie sie auf einen Stapel Stahlplatten abfeuern, der an einer Geschützturmattrappe befestigt ist. 10 Stahlplatten, jede 5 mm dick, das ergibt 50 mm Armierung. Ja, I agree. Die Platten sind auf 30 Grad gekippt, wie die geneigte Panzerung. Das verdoppelt die Panzerung auf 100 mm. 3 cm. Wie breit ist sie jetzt? 250 mm. Manfred und Sidney haben zwischen dem Kupferkegel der Hohlladung und den Panzerplatten etwas Raum gelassen, um nachzuahmen, wie sich eine echte Ladung verhält. Man weiß nie, was passiert. Eine Stahlplatte wird hinter die Melone gehängt, um die Penetrationskraft der Ladung zu zeigen. Sidney setzt den Zünder ein und zieht sich zurück. Okay, ready to fire. Fire. 4, 3, 2, 1. Diese Ladung, Panzerung, das Innere des Geschützturmes geschützt hat. Die Ladung hat lediglich die obersten drei Schichten der Panzerung durchdrungen. Das war eine ziemlich eindeutige Demonstration der Wirkung einer Reaktivpanzerung. Sehr überzeugend. Die Entdeckung der Reaktivpanzerung markiert einen Wendepunkt im Wettkampf zwischen Waffe und Schutz. Das bedeutet, dass die Zukunft aktiven Panzerungssystemen gehören könnte, die Sprengköpfe entdecken und zur Detonation bringen können, bevor diese den Panzer erreichen. Für Konstrukteure ist das der heilige Gral. Sie könnten Tonnen konventioneller, schwerer, passiver Panzerung verwerfen und kleinere, leichtere Fahrzeuge bauen. Das käme den Forderungen einiger Strategen entgegen, die das Konzept des Panzers für überholt halten und für eine moderne Armee schnellere Fahrzeuge für schnellere Einsätze verlangen. Brauchen wir noch Panzer? Das ist nicht unsere Entscheidung. Aber wir sollten schon darüber nachdenken. Bei dieser Entwicklung ging es um Panzerung gegen Geschoss, mobile gepanzerte Feuerkraft gegen Verteidigung. Etwas Panzerartiges werden wir immer haben. Wir müssen es ja nicht Panzer nennen. Von mir aus nennen wir es Pferd. Aber wir werden etwas brauchen, das die Rolle des Panzers auf den Schlachtfeldern von morgen spielen wird. Eine Alternative wäre der Striker. Noch hat er keine aktive Panzerung. Er ist aber leichter und mobiler als der Abrams. Es gibt ihn in verschiedenen Ausführungen. Und er wurde entworfen, um in Kriegsgebiete eingeflogen zu werden. Mit selbstladendem Geschütz und einem Bildschirm, der ein virtuelles Schlachtfeld zeigt, verfügt er über eine moderne Ausstattung, die durch ihre Komplexität allerdings störanfällig sein könnte. Sein Einsatz im Irak ließ viele Wünsche offen. Seine Panzerung konnte selbst einfachen Panzerfäusten nicht standhalten. Mit der erforderlichen Armierung ausgestattet wird er zu schwer, um ihn einfliegen und schnell einsetzen zu können. Während der letzten 100 Jahre wurde der Panzer durch zahllose technische Neuerungen weit. Dies ist eine PG-7-Panzerfaust. Sie kann ungefähr 300 mm Stahl durchdringen.
Wenn man sich also diesen Stapel Stahlscheiben anschaut, dann könnte sie drei Scheiben durchschlagen. Andere Varianten dieser Panzerfaust können bis zu 700 und sogar 800 mm Stahl durchdringen. Das ist also eine sehr ernsthafte Bedrohung. Doch wie kann man verhindern, dass Panzerfäuste einen Geschützturm durchschlagen? Nach dem Sechstagekrieg von 1967 ging Manfred Held als junger Mann in den Nahen Osten, um an zerstörten Panzerwracks die Wirkung von Hohlladungen zu testen. Er nutzte die Gelegenheit, Feldversuche mit echter Panzerung durchführen zu können. Er bemerkte, dass manche Panzer nach der Explosion weniger beschädigt waren als andere. Der Grund war in Geschütztürmen verbliebene Munition. Deren Explosion hatte offenbar die Wucht der Hohlladung neutralisiert. Manfred Held war auf ein neues Prinzip gestoßen. Er nannte es Reaktivpanzerung. Reaktivpanzerung besteht aus einer Sprengstoffschicht, eingebettet zwischen zwei Stahlplatten. Wenn sie von einem panzerbrechenden Geschoss getroffen wird, detoniert die explosive Schicht, zwingt die beiden Metallplatten auseinander und stößt so das Geschoss zurück. Das ist Manfred Helds Konstruktion. An der Panzeraußenseite montierte explosive Kästen. Um die Wirkung zu demonstrieren, feuern er und Sidney Allford eine weitere Hohlladung ab. Jetzt werden wir die exakt gleiche Ladung aus der exakt gleichen Entfernung auf das exakt gleiche Ziel abfeuern. Doch diesmal haben wir eine Schicht von Professor Helds Panzerung. Ein Nachteil der Reaktivpanzerung ist, dass Personen außerhalb des Panzers von Schrapnellen getroffen werden können. Sidney hat deshalb ein Schutzdach gebaut. Everybody ready? I'm ready. Okay. Firing! 4, 3, 2, 1.